Der Familienbericht kommt zu einer sehr schwierigen Zeit für die Familien in Österreich, für uns alle. Die Familien haben unglaublich viel geleistet in den letzten Monaten, einfach was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft, was das Homeschooling betrifft, haben hier unglaublich viel geschultert. Das hat sich aber auch die Stärke der Familie in dieser Krise gezeigt. Und wir von Seiten der Politik haben versucht, hier immer umfassend zu unterstützen. Das ist auch unsere Aufgabe, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Familie durch die Krise zu bekommen. Und jetzt wird es aber darum gehen, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Familien auch im Comeback bestmöglich zu unterstützen, auch mit Familienleistungen, wie Sie in Folge sehen werden. Wir haben hier als zentrales Element oder als zentrales Instrument, um die Familien zu unterstützen, den Familienhärtefonds geschaffen. Wir haben insgesamt rund 200 Millionen in diesen Härtefonds zur Verfügung gestellt für die Familien. Wir haben den jetzt bis Juni verlängert, sodass Familien, die in einer finanziell schwierigen Situation sind, also wo ein Elternteil arbeitslos geworden ist oder ein Elternteil in Kurzarbeit ist, hier auch Unterstützung finanzieller Natur bekommt. Wir haben derzeit fast 130 Millionen Euro an knapp 100.000 Antragstellerinnen ausbezahlt, also konkret 97.000. Und wie gesagt, bis Juni ist hier die Antragstellung auch weiter möglich. Wir haben den Familienkrisenfonds, wo auch besonders armutsgefährdete Familien unterstützt wurden. Wir haben den Kinderbonus für die Familien, den wir ausbezahlt haben, 360 Euro pro Kind mit einem Budgetvolumen von insgesamt 650 Millionen Euro. Ich habe auch jetzt die letzten Wochen verfügt, dass wir noch eine Sonderfamilienbeihilfe für die Familien ausbezahlen oder also zur Verfügung stellen. Das heißt, jede Familie, die im letzten Jahr einmal einen Monat Anspruch auf Familienbeihilfe hatte, bekommt die Familienbeihilfe über das gesamte Corona-Jahr März bis Februar diesen Jahres, sodass dieser wichtige Einkommensbestandteil nicht wegfällt. Das waren jetzt nur kurz ein paar Auszüge aus den Corona-Familienleistungen, die mir deshalb so wichtig sind, weil Sie in Folge auch sehen werden, dass die Familienleistungen einfach zentral sind für die Entlastung der Familien, was die besonderen Herausforderungen betrifft, die sie durch die Kinder haben, dass sie armutsverringernd wirken, das Armutsrisiko senken. Und daher ist es auch wichtig, besonders in Corona-Zeiten hier die Familien zu unterstützen. Ich möchte auch eingangs einfach noch einmal ein großes Dankeschön sagen an alle Familien. Wir wissen, es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit, auch an die Kinder und an die Jugendlichen, die einfach so viel auch zum Wohle der älteren Generation auf sich nehmen. Was ist nun unsere Ableitung aus dem Bericht konkret? Man sieht aus dem Bericht, dass wir in den letzten 10 Jahren in der Familienpolitik einfach einen grundsätzlich sehr erfolgreichen Weg gegangen sind. Wir haben besondere Meilensteine erreicht, die aus dem Bericht genau hervorgehen. Zum einen, wir sehen, dass Österreich im Spitzenfeld europaweit ist, was die finanziellen Familienleistungen betrifft. Österreich ist unter den Top 3 nach Luxemburg und Estland betreffend die finanziellen Unterstützungen von Familien. Das ist etwas, was sich sehen lassen kann, dieser europäische Vergleich. Kommt nicht von irgendwoher, sondern wir geben 10% unseres Gesamtbudgets der Republik für den sogenannten Familienlastenausgleichsfonds aus, also 10% für die Familien durch das Kinderbetreuungsgeld und durch die Familienbeihilfe, die hier ausbezahlt wird.